Jawohl! Da ist er wieder! Haha! Getting over it, ihr wisst Bescheid. Das Spiel, was ich am meisten liebe auf diesem Kanal. Wir gehen rein. Ihr wisst ja, wir sind im letzten Getting over it Video ein paar Mal runtergefallen. War das witzig? Ich fand das nicht witzig, ihr vielleicht schon, wer will's wissen? Ich habe mir so gedacht, mach die Passage nochmal, die Leute wollen eh nicht nochmal sehen, wie du da den ganzen Weg, den du schon die letzte Folge hochgekraxelt bist und immer wieder runtergefallen bist, nochmal machst. Wir sind jetzt hier, wo wir jetzt am höchsten gekommen sind in der letzten Folge und zweimal kläglich gescheitert sind. Oder dreimal, weiß ich nicht. Ich versuche mal mein Bestes, ja? Die Fliegenbrille ist auch am Start, ihr wisst Bescheid, haha! Wow, und los geht's! Und hoch! Oh, 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 Mann! Ey, das beginnt schon wieder gut! Es beginnt schon wieder gut! Ich dachte, ich bin schon wieder unten! Naja, egal. Wie machen wir das? Hoch! Und halten. Okay, 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 okay. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Runter. Hoch. Und okay, 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 okay. Leute, Leute, Leute! Wir sind jetzt bis jetzt weiter als in der letzten Folge gekommen. Ganz, ganz sanfte. Ganz sachte. Runter, setz dich einfach ab. Oh. Ja! Yeah! First try! Leute! Ich sollte wohl eher weiter hochgehen, bevor ich jetzt runterfalle. Oh! Ja! Oh. Mach keinen Scheiß, Brudi. Du hast mich, du weißt es, du weißt es. Ach, wir lieben uns doch. Hier. Ja? Hier. Ins Kissen rein. Auf die Toilette. Auf dem Bett, warum auch nicht? Warum stellt man ein verdammtes Klo auf dem Bett? Ja klar, ich liege hier zu Hause auch gerne so im Bett und denke mir so, Alter, jetzt mal fett aufs Klo, jetzt mal fett einen Brudi abseilen lassen, da ist ja ein Klo. Setzt dich da so drauf, so. Und so welches dein Geschäft? Sehr angenehm und würde ich auch weiter empfehlen. Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Die Brille ist von innen sowas von beschlagen. Naja, egal. Ich sehe gerade nur die W-Taste. Naja, gut. Wie geht's weiter? Können wir uns hier irgendwo festhalten? Wie kommen wir da hoch? Ich habe Angst, mich ja so zu pushen. Aber wir machen es mal. Oh. Nochmal. Okay, hat geklappt. Oh, wunderbar. Dann erstmal abstellen und hoch. Ja, oh, das, ich hänge mir gerade irgendwie. Ja, nee, geht. Ah, diese schönen Energiesparlampen. Und so eine Spirelli-Lampen, ja. Oh Mann, was ist denn das hier für eine Dimension? Warum schweben die Möbel? Oh, verdammte Scheiße, wieso mache ich denn das hier schon wieder? Kann mir einer von euch sagen, was der Sinn dieses Spiels ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe Angst. Wir fallen da bestimmt gleich irgendwo runter. Ich halte mich mal hier am Stuhl fest. Wo geht's da hin? Hier kann ich mich festhalten, oder? Ja. Und wir gehen jetzt da rüber. Jawoll! Mandarinen! Wer hätte es gedacht? Alles klar. Hier lebt einer. Safe. Hier gibt es 3 Mandarinen. Hm. 2, 3 von den Mandarinen. Ah, da geht's doch schön runter. Geh mal weg, du blöde Mandarine. Alter. Weg mit dir. Du kannst sie. Kannst ja. Oh, okay, okay, wir machen es mal lieber nicht. Und wir müssen jetzt den Hammer drehen. Oh, beim Abspringen. Oh nee, das sieht jetzt schon blöd aus. Ja! Oh, gut. Ich weiß nicht, irgendwie läuft es gerade sehr gut. Es gibt keinen Grund, schlechte Laune zu bekommen. Es läuft alles sehr gut. Es ist alles so flüssig. Warum war es in letzter Folge so schlimm? Ich weiß es nicht. Naja, aber nicht nur letzte Folge. Die erste Folge war auch so ein richtiger Augenschmaus. Hier geht's nicht lang, oder? Hä? Wollen wir uns jetzt verarschen? Hier geht's jetzt gerade nicht lang? Doch, geht's jetzt lang oder nicht? Also hier sieht's eigentlich so aus, als ob's hier nicht lang geht. Hoch und ranziehen, ja? Ranziehen. Und wieder hoch. Warum denn nicht? Jetzt vielleicht doch da hoch?
Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Naja. Okay, Leute. Mann! Nein! Ich hasse diese Stelle, wirklich. Wie oft ich diese Stelle passieren musste. Jawohl, komm ran hier, Brudi. Du schaffst das. Stufen, Stufen, Stufen. Die mag ich ja auch ganz dolle. Oh, halt dich fest. Bitte, bitte, bitte. Oh nein. Oh nein. Nein! Oh nein! Wir beruhigen uns jetzt erstmal wieder. Ich bin gerade genau da, wo ich letzte Folge aufgehört habe. Warum? Warum? Ah, ich hab's schon letzte Folge gesagt. Dieses Spiel ist einfach dazu gedacht, dich zu hassen, dich zu foltern, dich einfach durch, weiß ich nicht, durch den Schlamm zu ziehen. Die nehmen dich und ziehen dich durch die Walachei. Beim ersten Mal, wisst ihr, beim ersten Mal läuft's immer ganz gut. Ich habe jetzt auch gerade wieder Schiss, wenn ich da jetzt hochgehe. Beim ersten Mal läuft's immer gut. Und dann die Male danach. Ah, da wollt ihr mich nicht erleben. Ich stelle mir vor, dass dieser Hauptcharakter, nennen wir ihn jetzt mal Peter, kein Geld hat. Ich meine, guckt ihn euch an, er hat nicht mal Kleidung. Er sitzt in einem Topf voller Wasser. Was ist eigentlich sein Ziel? Muss er dieses Badewasser an die Spitze bringen? Hat er so einen Auftrag bekommen? Ja, bring mir mal das Wasser hoch. Und der so, ja, aber ich habe doch gar kein Behältnis, um das hochzubringen. Da sagt er, du hast doch den Kochtopf. Und ich so, Rudi, ich kann den nicht mal hochheben. Wie willst du das jetzt machen? Wie stellst du dir das vor? Und der so, ja, du schaffst das schon. Ja, ja, da hat er sich so gedacht, du setzt mich halt rein und zieh mich mit dem Hammer hoch. Da sind wir wieder. Ich habe gerade ein paar Versuche gebraucht. Ich habe euch jetzt mal die Qualen erspart, obwohl ihr das auch sehen wolltet. Egal. Okay, mach keinen Schaden. Mann, das geht schon wieder gut los. Alter, zieh dich doch hoch. Peter, mach keinen Scheiß. Der lässt sich feiern. Am Anfang der Folge. Joa, machen wir mal mit. Dann fallen wir runter und dann wird er bockig. Dann wird er erstmal richtig bockig. Und dann geht gar nichts mehr. Ja, Peter, ich hab dich geschaut, du kleiner Lunke. Easy peasy, lemon squeezy. Wer wohl zu Ikea gegangen ist und diese ganzen Möbel gekauft hat, es müssen ja Tausende von Euro gewesen sein. 100.000. Ja, was weiß ich. Wie viel das sind? Die Betten, die Schränke, die Couches. Wisst ihr, wie teuer eine Couch ist? Zum Glück habe ich meine geschenkt bekommen von meiner Tante. Anke, du bist ein Schatz. Dankeschön. Mua. Ich möchte mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Ob man da überhaupt runterfallen kann. Aha! Da ist es! Da ist er! So schnell kriegt ihr uns nicht. Ah, ja. Wir sehen uns gleich wieder. Boah, Alter. Jo, da sind wir wieder. Ja, ich habe mal den Moment hier ein bisschen vorgespult. Mein Gott, Alter, wenn ich jetzt nochmal runterfalle. Ey, meine Nerven sind gerade schon wieder vollkommen am Ende. Draußen ist es schon dunkel geworden. Also fast. Ich will eigentlich gar nicht mehr. Ich hasse dieses verdammte Spiel immer noch. Ich glaube, daran wird sich nichts ändern. Mann, wie kommen wir denn hier hoch? Das ist wieder so ein ekelhafter Balanceakt, wo du ganz sachte machen musst. Am besten ganz nah am Stein entlang. Hoch! Geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Da habe ich jetzt einfach nur falsch gemacht. Muss ich zufälligerweise? Nee. Ich muss von hier unten abspringen, oder? Von hier unten. Ja. Ah! Gott, Alter! Mann, jetzt tut meine Hand weh! Ich kann gerade so richtig alles zusammenhauen. Ja, wir kennen uns doch, ja? Wir sind doch alte Bro! Hus! Nein! Beweg dich doch, du Mistkerl! Ich habe gerade wirklich keine Geduld mehr. Komm jetzt rüber hier, du ekelhafter Drecksack! Leute, wieso mache ich das für euch? Meine Kraft ist gerade so psychisch am Ende. Mann. Ah! Ah!
Da mein Kollege gerade einen kleinen Burnout hatte, sollte ich für ihn einspringen. Ist kein Problem. Machen das, ja? Wisst ihr, wir haben Erfahrung auf dem Gebiet. Ich schwinge auf Arbeit gerne auch mal so einen Vorschlaghammer, ja? Jetzt immer zack. Fuck, das ist kein Problem. Ich hab's zwar manchmal am Kreuz, aber ich bin noch topfit. Jawohl. Ja, jo, Peter ist so ein Kollege von meinem Kollegen. Ich hatte doch noch nicht so viel mit dem zu tun. Aber es soll ein ganz korrekter sein, ja? Ich werde das ja jetzt herausfinden. Ja, jawohl. Wir springen mal ein paar Parts, ja? Dann seht ihr mich gleich wieder. Ja, bis gleich. Wisst ihr, was ich gerade herausgefunden habe? Man kann sich auch auf die Hake stellen. Und den Vorschlaghammer hier drum, damit man hier rumgreifen kann. Und mein Kollege hier, der wollte immer auf die Rutsche springen. Also der ist immer so hochgesprungen. Aber auf der Hake ist nochmal hochgesprungen. Der ist aber ganz oft runtergefallen, so ein Idiot. So machen es die richtigen Leute. Ja, ihr wisst Bescheid. Hey Leute, wir sind wieder hier oben. Bei den leckeren Mandarinen. Der Peter hat mich hochgeführt. Ganz sachte, Peter, ganz sachte. Ja, Peter, du schaffst das, Brudi. Auf jeden Fall. Ja, oh. Ah, jo. Mein Kollege Tom, der hat mir schon von der Stelle hier erzählt. Naja, die soll wohl sehr anstrengend sein und der hat den zum Ausflippen gebracht. Weil er da schon ein paar Mal runtergefallen ist. Wir schaffen das hier beim ersten Mal. Ich bin Kenner. Ich bin erfahrener Bergsteiger hier mit Hammer und Top. Und jetzt lang? Ja. Oh, okay. Mehr Schwung. Robert, mehr Schwung. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin der Robert. Nein. Robert, ganz ruhig. Oh nein! Mein Name ist Befehlsverweigerer Ben! Und da kam mir der Robot entgegen und meinte, was für ein Scheißspiel! Und da ich mir so dachte, Mann, ich habe schon viele Schlachten gewonnen. Das hier werde ich auch noch meistern. Wir gehen rein und machen das Ding. Ich komme gerade vom Schlachtfeld. Da habe ich 6 Mann rausgeholt. Ja, das war ganz schön easy. Ich lag da am Busch und hatte mein geiles Gewehr parat. Und ich habe immer darauf geschaut, ob sich was bewegt. Es wird immer gesagt, schießt auf das, was sich bewegt. Ja, ich gucke dann so. Auf einmal, knappe 15 Meter von mir entfernt, steht da auf einmal einer. Und guckt den so blöde. Ich sehe den und ich dachte mir so, jawohl. Und ziel dann so. Bin anvisiert. Weg. Wo der herkam. Da waren noch 2. Da habe ich noch gewartet. Ich habe mich halt nicht erkennlich gezeigt, ne? Man hat mich halt im Busch nicht so leicht gesehen. Und dann habe ich geguckt, bestimmt 10 Minuten. Einmal habe ich im Busch ganz hinten, da haben wir mal 70 Meter entfernt was gesehen. Hat sich eher noch bewegt, war ein bisschen unruhig. Gezielt. Zack. Puh. Dann war da noch einer. Boah, der wurde ganz schön beunruhigt, weil seine 2 Kompanen schon weggenatzt wurden von mir. Ey. Rüber. Ja, das war gerade knapp. Das war gerade mein Schlachtfeldreflex. Habt ihr das gesehen? Einfach nur geil. Und, ja, seht ihr den dritten? Habt den so lokalisiert, ausgenatzt. Zack. Dann ist eine längere Zeit nichts passiert. Dann kam so ein Kollege vom Hügel und meinte, komm schnell. Lagebericht, ich muss dir was sagen. Zumindest habe ich dann versucht, mal zu gucken, so. Auf einmal fliegt ein Projektil. Das hätte mir beinahe das Ohr weggefetzt. Ich lege mich auf den Boden, roll mich da weg, spring hoch, mach Hechtrolle zu meinem Kollegen, renn da erstmal. Da kamen noch Schüsse geflogen. Ich habe einen Streifschuss im Rücken bekommen. Das ist kein Spaß, ich kann das jetzt hier nur so zwar nicht zeigen. Das Ding brennt immer noch. Ich hoffe, das heilt schnell. Ich muss bald wieder in Einsatz. Und ja, zumindest bin ich dann halt so, bin dann halt so zum Bunker. Also nicht zum Bunker, ich war in der Nähe des Bunkers noch im Wald.
hab denn da so noch ein bisschen Stellung gehalten, hab so geguckt, was alles so abgeht. Und dann merke ich, unser Bunker wurde gestürmt. Unser verdammter Bunker wurde gestürmt. Und wir wurden zurückgedrängt. Und ja, auf einmal steht da ein Feind auf dem Bunker drauf und schießt auf die Flüchtigen oder die, die sich noch in der Nähe des Bunkers verschanzt haben, in so einem Graben und knallt da so rein. Und ich dachte mir so, verdammt, hol mein Gewehr raus, ziel den. Der stand so offensichtlich da drauf. Der hat richtig einen auf Kamikaze gemacht. Das war sein Verhängnis, wie der vom Bunker geflogen ist, als ich den Abzug gedrückt habe. Pam, pusch, fliegt der da weg. Und ich dachte mir so, jawohl. Das Problem ist, ich habe mich dann in einen Graben gewälzt. Das war eine Schießscharte. Ich wollte zum Bunker vorrobben, aber ich hatte noch mein Gewehr. Dann habe ich das Gewehr abgelegt und dann habe ich meine Knifte rausgeholt, ja. Nachgeladen. Oh, die hat noch diesen Geruch vom Kampf. Zumindest bin ich da in den Graben vorgerobbt. Warmbunker, spring da rein. Spring da rein! Pam! Nächster! Pam! War denn im Bunker drinne? Alle rausgeholt. Ich bin zwar der Befehlsverweigerer, aber dafür mache ich meine Sache gut. Der geile Ben. So nennen sie mich immer. Ha! Hoch! Oh ja! Oh ja! Meine persönlichen Schlachten und Ziele habe ich immer gewonnen. Und das hier werde ich auch gewinnen. Und wir werden da jetzt hochspringen! Das war knapp. Aber hey, hat ja fast geklappt. Beschweren kann man sich da eher weniger. Neuer Versuch. Hoch. Oh, wir brauchen mehr Schwung. Hoch. Oh, der rutscht da so ab. Das ist ganz schön schwer, weil dieser Stein da so leicht im Weg ist. Du kannst dich gar nicht so richtig abstoßen. Also, sammel deine Sinne. Hoch. Ran. Ran. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich sag doch, ich schaff das! Jede Herausforderung ist für mich ein Kinderspiel. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich dachte gerade so, jawohl, das haben wir geschafft, wir sind gut! Aber nein! Was ist das denn? Ein Fehler und ich bin da wieder ganz unten! Was soll denn das? Ganz ruhig. Alter, bricht das ab? Das sieht ganz schön brötlich aus. Eine Hand. Da guckt eine Hand raus. Seht ihr das da? Okay. Oh, das wird ja immer schlimmer. Auf den Daumen. Oh mein Gott. Leute. Okay. Wir sind auf einer Kirche. Oh, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Das hat auch gerade so ein bisschen geleckt und auf einmal kommen diese ganzen Fledermäuse mir ins Gesicht geflogen. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich habe eine Idee. Ranziehen. Ranziehen. Schaffen wir. Okay. Oh nee. Oh nee, jetzt hängen wir hier gerade so ein bisschen. Ja. Zieh hoch! Oh! Ja! Oh mein Gott, wir haben es! Noch nicht! Oh! Wir sind jetzt in einer Stadt! Ja! 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 Ich hab's geschafft! Ich hab's euch gesagt! Leute, beim nächsten Mal seht ihr wieder Tom! Ich werde ihm jetzt urkundig berichten, dass ich das hier geschafft habe und er nicht, dieser Loser! Ich würde sagen, das ist erstmal ein guter Spot! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Oh, das ist gerade ein Gefühl, wie wenn du eine Schlacht gewonnen hast. Yeah! Okay, schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet, wie ihr auch Robert fandet, wie ihr insbesondere mich fandet, mich geile Sau. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Bis dann, ciao!